meine Damen und Herren. Leute, ich freue mich absolut. Ich bin so ready. Wir kommen jetzt quasi ins beste Segment vom Reich der Schatten ins Reich des Todes tatsächlich. Max? Ja, auch Dunkelheit, ne? Auch Dunkelheit. Basically auch Dunkelheit, ne? Wir wollen das Feuer entzünden. Erstmal schön, dass du da bist. Gleich rübergesprintet. Na, jo. Außer Atem. Ja. Brauchen wir nochmal ein bisschen urinieren, ne? Ja, richtig. Ja. Und es kommt ja pure Entspannung tatsächlich. Ja. Wir werden Dark Souls spielen, meine Damen und Herren. Und das Ganze natürlich mit gewissen Bedingungen. Das Ganze wird gesponsert von Samsung. Vielen Dank dafür. Und wir werden Folgendes tun. Wir haben ja schon im Intro gehört, Max, so ein bisschen Streitigkeiten darüber, was der Plan ist. Folgendermaßen. Nö, es gibt Fakten. Es gibt Fakten mittlerweile. Ja. Die werde ich jetzt aufdecken und Fakten euch von letzter Woche präsentieren. Es gibt auch Fakten von letzter Woche. Na, jetzt wird mal alles geändert, tatsächlich. Das bedeutet, wir spielen jetzt Dark Souls. Ihr beide werdet gleichzeitig losspielen. Wir sind jetzt gerade noch in der Charaktererstellung. Das könnt ihr auch noch machen. Geht aber von eurer Zeit tatsächlich ab. Das bedeutet, wir haben 40 Minuten Zeit. Und es hat derjenige gewonnen. Look at me. Der nach 40 Minuten die meisten Seelen hat. Und das in dem Counter unten. Für diejenigen, die Dark Souls schon mal gespielt haben, na, das heißt, Level-Punkte auszugeben. Aber man darf. Man darf, ist eine High-Risk, High-Reward-Strategie, weil du bist ja besser ausgestattet, ne? Mehr Damage, mehr HP, was auch immer, mehr Glück. Und dafür natürlich eventuell weniger Seelen am Ende. Erste Frage. Darf man farmen? Darf man farmen? Also darf ich an ein Bonfire gehen, dort killen, resetten, dann Bonfire kill, gehen, resetten, killen kill. Und das 40 Minuten lang machen? Es gibt Menschen, die haben Ehre. Ja. Und Stolz. Also ja. Und finden ein Entertainment-Produkt gut. Und es gibt diese Variante. Ich frag ja nur, was, ob ich das dann mache, ist ja nochmal was anderes. Krass. Und noch eine Frage, sind wir online? Es ist live. Junge. Ich, mein, ich hoffe, dass wir offline sind. Ich meinte, aber wenn ihr invaded werdet, kriegt ihr von mir 10.000 Seelen. Ne, das wollte ich fragen, weil vielleicht kann ich ihn ja invaden. Oh, das wäre krass. Aber ich dachte, so früh aber das geht noch nicht, wir fehlen die Items noch. Naja, das klappt nicht so krass. Wobei, ja, okay. Das Schöne ist, na, dass ihr natürlich als Zuschauer in unserem Herzen seid, in unserer Seele und im Gehirn und manchmal bei einigen auch woanders. Und ihr habt doch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Was hat der Kalle am Start? Ja, und zwar schaue ich mal auf mein Galaxy Z Flip 3. Und da steht nämlich Folgendes drauf. Es gibt viele tolle Preise. Ist das ein Katzenbild? Nee, leider nicht. Es ist so ein cooles, also wenn man, also. Was ist das? Das kann man klicken. Ja, man kann es klicken. Kannst klicken, das Handy. Und schön einstecken. Ja, Samsung hat uns, darf ich dir kurz erzählen? Warum machst du es kaputt? Hör auf jetzt bitte. Es gibt viele tolle Preise von Samsung zu gewinnen. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann seht ihr jetzt hier was ganz Tolles eingeblendet. Und zwar hier seht ihr was Tolles eingeblendet. Und zwar unter dem Tweet. Es ist doch da. Ja, unter dem Tweet von dem Gamevasion-Kanal auf Twitter. Da könnt ihr mal gucken. Der ist oben angepinnt auf dem Kanal. Da gibt es alle Preise und auch die Teilnahmebedingungen. Wie ihr wo wie was gewinnen könnt. Man kann sich da auch kleinere Vorteile verschaffen. Klickt einfach mal auf den Link. Hand of Blood hat eine Frage dazu. Oh, der hat einen krassen Schatten. Achso, du hast ich habe Schattenspiegel mit dir. Nee, ich habe aber eine Frage. Gerne. Oben angepinnt. Aber nur auf den Twitch-Kanälen. Bei YouTube ja nicht. Ich habe Twitter gesagt. Ja, ja, aber hier oben angepinnt. Oben auf Twitter. Okay. Gut, da habe ich falsch verstanden. Dann habe ich keine Frage. Auf dem Twitter-Account der Gamevasion ist das angeblich. Du, das war nicht persönlich gemacht. Ich habe zwei Fragen zu Maxim, wenn ich darf. Gerne. Erzähl. Also, erstmal, ich bin von etwas anderem. Also, erstmal ist kein Hamburg vs. Spandau. Richtig. Nee. So, das aber ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Einfach. Es geht nicht in die Gesamtrechnung. Genau. Es ist ein Einzelsegment. Ja, man kann das jetzt entspannt betrachten oder auch nicht. Und wir hatten ja letzte Woche ein Meeting, da wart ihr ja auch alle da. Ne, mit der Redaktion und so. Ach, deswegen hast du das gesagt, dass es nicht Hamburg gegen Spandau ist, damit das nicht so wirkt. Ja, okay. Ja, ich weiß ja nicht, was die Erwartungshaltung der Zuschauer ist. Vielleicht denken die, ne, ich meine, wenn hier die Hochkaräter gegeneinander. Ich weiß, was jetzt kommt. Das ist eher zur Einstimmung. Es ist schon kompetitiv, aber voll, es ist ein aber bisschen zu eingeordnet. Ja, genau. Möchtest du was sagen? Naja, Maxim hat mich ja jetzt. Aber er will predikten. Ich weiß ja jetzt, was kommt. Was kommt? Ich verstehe Max da schon. Ihm wurde im Vorfeld wahrscheinlich. Uns allen. Uns wurde im Vorfeld ein Regelwerk vorgestellt. Und heute erfährt Hand of Blood hier in Hamburg bei den Rocket Beans zu Hause, by the way, dass das Regelwerk angepasst wurde. Nee, dass es ganz anders ist. Ja, so ist Hamburg am Ende. Da muss ich aber sagen, ich habe noch nie von einem alten Regelwerk gehört. Doch, doch. Es hieß, und das hatte sogar Maxim auch bestätigt in diesem Meeting, dass wir bis zum Taurus-Demon-Boss spielen, Speedrun.
gar nicht so. Wer jetzt gleich den Taurus-Boss legt? Nee, wer die bessere Zeit hat. Auf Speedrun. Zeit. Können wir auch machen. Also ich finde es spannender, als weil ich würde sonst auch die ganze Zeit grinden und resetten, weil das ist das Effektivste. Hier dabei beim. Oder? Ist doch so. Ich traue mich jetzt nicht darauf zu antworten. Was gut ist, wir haben ja jetzt gleich noch mal eine Werbeunterbrechung. Richtig, da besprechen wir das. Und da können wir ja quasi noch mal im Gremium uns beraten. Und dann werden wir euch gleich natürlich auch an dem Bildschirm zu Hause die finale Lösung mitteilen. So, Maxim, erzähl was. Ab in die Werbung. Raus, aber bleib da. Bruder. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich kann nicht mehr. Na, hier wird diskutiert bis zum Schluss. Die Redaktion hasst uns, die Produktion, und wir lieben es tatsächlich. Au! Genau. Na, wir hauen alles über den Haufen und machen jetzt Folgendes. Ich versuche jetzt nochmal zu erklären. Nochmal zusammenzufassen tatsächlich. Ist gar nicht so einfach. Ja. Ich weiß immer noch nicht, welche Kamera ich weiß ist. Auch die hier, oder? Genau, die ist gut. Also, die leuchtet. Die leuchtet tatsächlich gar nicht. Ja, die leuchtet gar keine. Doch, die. Ach so, okay. Also, folgender Plan. Wir machen keine Seelenfarm, okay? Das klang gut. So, nein, im dritten Meeting. Ne, aber es ist Blödsinn. Diese beiden sind absolut gestört. Wir machen das jetzt so. Speedrun bis zum Taurus. Wer den Kamera auf mich! Ne, wer den Taurus legt. Als erstes. You have won oder so. Du hast gesiegt. Ne, ist ja Deutsch. Ne? So. Da wird angehalten. Na, da gibt's einen Punkt für denjenigen, der das geschafft hat. Aber wenn wir da noch Sendezeit haben tun, dann Reset. Reset, noch ein Run, zwecks Ausgleich. Wer ist dabei? Alle tatsächlich. Ne? Ich wäre dabei. Oder ihr müsst auch mal ran, das wäre auch. Ja, lasst uns den Timer stoppen, wenn die Seelen des Taurus-Dämon unten eingegangen sind. Ja, das können wir. Wir haben keinen Timer. Wir haben tatsächlich keinen Timer, aber ich mach's mit den Augen. Ich glaube, so knapp wird es auch nicht. Das wäre krass. Okay, Leute. Ihr geht jetzt beide, ihr nehmt jetzt die Controller in die Hand. Ja, noch einen Namen du hast es schon in die Hand. So. Ich glaube, die Regie kann schon auf die Spiele schalten. Kalle und ich werden das Ganze commentaten. Commentaten ist nämlich unsere Strength. Na? Oha, es geht los. Okay, warte mal. Nein. So. Ja. So. Ja, jetzt wird hier schon ausgesucht. Klasse ist ja auch erstmal wichtig, ne? Das ist da gibt es Unterschiede. Richtig. Das ist der Hammer. Es gibt einen Magier zum Beispiel, Magierin. Ja. Und hier, Henno ist schon drin. Der weiß schon genau, was er tut. Der hat schon hier. Ja, Info. Der trainiert ja auch die ganze Zeit hier irgendwelche Speed. So, ich bleib aber hier und dann zählen wir runter, ne? Genau. Nee, ja. du kannst. Nein. Okay, natürlich. Den hast du genommen? Theoretisch der Charakter schon. Lass den Etienne ruhig nochmal eben. Okay, dann lass mir Etienne nochmal ein bisschen. Du hast den Bettler genommen. Wieso denn? Nee, du hast gar nicht den Bettler. Etienne ist noch ein bisschen älter. Schaust du jetzt ab? Ja, das finde ich aber auch schön tatsächlich. Ja, klar. Weil das Ding ist, dich in den Taktik abzuschauen, ist ein Gesemi-Genius. Na, weil du musst es ja auch nachmachen können. Nimm den Ritter. Probier's doch mal mit Feuerbomben und Thief. Das wäre doch cool. Kannst du das? Feuerbomben auf den. Nee? Okay. Jetzt hier manipulative Taktiken schon? Nee, ich frage ja nur. Das ist tatsächlich nicht. Ich kann nächsten Run das mal machen mit dem Feuerbomben, weil die Leute fragen ja. Weißt ja, was ich meine. Nimm den Generalschlüssel. Also ich finde es sehr gut, also man hat direkt gemerkt, Henno hat 2 Sekunden zum Aussuchen gebraucht. Ja. Hast du dir aber auch einen Namen gegeben oder hast du einfach irgendwas? Ich heiße G. G? G für Genno. Gut. Gönnung. Für Gönnung. Was macht man denn für Game-Vision? Achso, ich muss noch eine für Gönnung. Du musst noch sagen, ob du dünn, gespenstisch oder sonst was bist. Ja, aussuchen, also das ist auch wichtig. Geheimratsecken. Mach noch das Face am besten. Nochmal noch. Okay, wie komme ich da in diesen... Du musst noch auf anpassen. Dann. Nee, abbrechen. Jetzt, wie komme ich da hin? Ich kann da nicht hin. Doch. Da warst du gerade. Mach mal die Haare und dann drückst du einfach weiter. Mach du's. Ich check's nicht. Okay, ich mach's. Also, jetzt wirklich Rentner helfen Rentner. Also, ja gut, ich muss das dann tun. Okay, so. Du hast noch was ausgewählt. Nee, ich habe gesagt, den nehme ich. Okay. Alles klar. Ich würde einen Countdown machen. Ja. Und wir warten noch eben, bis Ede aus dem Loading Screen raus ist. Ich kann's wegklicken. Das kann man wegklicken. So, nicht bewegen. Sonst da. Nee, don't. Kamera move. Darfst du noch mal kurz ausrichten. Also, Runde 1 beginnt in 3. Nee, warte mal. Okay. Steuerung. Nee, warte mal. Jetzt hat er sich schon bewegt. Bruder. Ja, okay, aber dann darf ich auch kurz die Steuerung, weil ich habe bisher noch nie hier drauf gespielt. Wir machen das so, ihr dürft ganz kurz fummeln und dann stellt ihr euch gleich vor die Tür. Macht sie aber bitte noch nicht auf. Und die erste Bombe wurde bereits geschmissen. Ja, ich habe lange nicht mehr gespielt. Okay, also wir stellen uns vor die Tür. Genau. Jeder auf die Treppe? Jeder darf einen Schlüssel nehmen. Hast du schon die Leiche geplündert? Ja, jeder darf einen Schlüssel nehmen. Stellt euch beide davor. Also, Kalle zählt runter. So, jetzt passiert ja erstmal gar nichts. Finger stillhalten. Die ist dunkler, ne? Ja. So,
Doktor. Also, Runde 1 beginnt in 3, 2, 1, los. So. So, der ist immer traurig. Also das erste, was wir schon mal sehen können. Max, leichter bekleidet, na, kann natürlich auch entsprechend schneller rennen. Jetzt schon ein Fehler. Eddie sagt dessen auf der anderen Seite, er springt ein bisschen, hat mega mehr lame. Krafttraining tatsächlich. Ja, boah, ich sehe auf meinem Bildschirm leider nicht so viel. Ja, das sieht man wirklich wenig. Na, platscht da so ein bisschen ins Wasser. Max bereits schon an der Leiter. Ja, Max ist sogar schon gleich hier in der ersten Halle drin. Ja, der hat das hier trainiert. Jetzt macht er hier. Rüstung aus, Wechsel beim Türöffnen. Starke Nummer. Klar, Digga. Na, jetzt hier direkt. Da wird erstmal Lagerfeuer gemacht. Kann man machen. Ja, für die Sicherheit. Falls man es nicht, falls man nämlich stirbt, ist man beim letzten Lagerfeuer zurückgesetzt. Muss man aufpassen. So, jetzt aber Eddie. Was macht der? Schöner Dodge. Zieht sich auch ein bisschen aus. Rollt nochmal zurück. Und jetzt die Tür auf. Max unterdessen schon weiter. Nimmt ja, da sieht man, dass Max gerade aktuell das Dark Souls Let's Play gemacht hat. Ich habe es ungefähr 10 Jahre nicht gespielt, aber das passt. Warst du dabei? Ja, gut. Ja, Termin steht ja jetzt auch schon etwas länger, Ede. Hätte man sich vorbereiten können. Ist auch nicht so wild. Ansonsten ist ja der Max. Aber cool, der macht den nebenbei. Spandauer Kommentatoren, das finde ich geil. Ja, klar. Du, wir haben die Gamevasion hier in Stream eröffnet mit 4 Bohnen. So. Das ist bei ihr nicht tatsächlich. Zack. So, hier, Kugel direkt gedodged, abgewartet. Man holt sich die Tränke und dann geht's auch schon wieder weiter. Ihre Abfahrt. Ja, hier kann man schon sehen, wie gesagt, Max ist da hinterher, will die Flasks holen. Wenn man super confident wäre, na, würde man quasi nicht mal die Flasks in irgendeiner Form benutzen. Rennt da auch vorbei. Finde ich nicht schlecht. Und Eddie ebenfalls. Sein Schild schon am Start und jetzt gibt's das Breitschwert. Ja. Hier an der Kante muss man aufpassen, da kommen schon welche um die Ecke. Zack, da ist Henno aber direkt am Start. Ja, ein bisschen vorsichtiger, da kommt ein Pfeil, aber noch nichts abbekommen. Und jetzt wird nach vorne gepirscht, währenddessen Ede ja auch schon am Fighten. Aber auch schon ein Pfeil im Rücken da, wa? Ja, das ist direkt im Nacken, tut weh, aber Max schon mit dem ersten Hit dabei. Ah, hier ist schon direkt Hälfte runter. Ne? Denk daran, das ist nicht der Final Boss hier an der Stelle unseres Runs, sondern das ist erstmal noch der Asylum Dämon. Genau. Ist nicht der Boss, der gemeint ist, aber man darf natürlich hier trotzdem nicht sterben. Also darf man natürlich schon, aber dann verliert man Zeit. Währenddessen ist Ede jetzt bei dem Flask. Ja? Ja. So. Erster Tutorial-Boss sozusagen wurde jetzt erlegt. Und jetzt rennt Max hier die Klippen hoch. Richtig, ja. Die Cutscene darfst du natürlich skippen, das ist klar. Na, das bedeutet, man wird da hinfliegen. Eddie aber auch sehr, sehr fleißig. Na? Klar zu sehen, dass hier nicht vorher trainiert wurde. Nein. Na, Spiele stand fest, ihr habt gestern Nidhogg hochgeladen, ne? Ja, für Hamburg ist es spannender. Ist das hier nicht. Sag ich ja gerade. Stimmt. Ist das hier nicht. So, ja, währenddessen knallt sich hier Henno erstmal einen in die Rüstung und marschiert hier schon mal hoch. Ja, aber man sieht, Ede ist ein ganzes Stückchen weiter hinten. Das ist natürlich bitter jetzt. Oh, ist jetzt erst beim Dämon. Ja, die Frage ist natürlich, kann Eddie das sauber machen? Schwertangriff ist schon mal sehr gut gemacht. Man merkt aber Unterschied zwischen Streitaxt und Breitschwert. Es sind 120 Schaden weniger, so, tatsächlich. Ja, mit dem Controller ist einfach eine ganz andere Welt, ne? Mhm. So, Max natürlich schon schwer angeschlagen. Sollte aufpassen, hier ein Reset ist tödlich. In die Rüstung, lecker. So. Man sieht auch, ne, Max bleibt auch Nakidai, also ohne Kleidung. Oh, guter Dodge hier, war wichtig. Ja. Und jetzt ist er schon in der Stadt der Untoten. Oh, da hat er was abbekommen. Ah, da gibt's noch, der Bombentyp wirft die actually jedes Mal hinterher. Jetzt hier Max mit der Kamera nach unten. Na, das machen auch die Speedrunner, damit der Drache quasi langsamer kommt. Damit ich durchs Nebeltor gucken konnte. Na, hat er durchgeillert. So, jetzt darf man an allen vorbeijumpen. Und jetzt kommen tatsächlich ein paar schwierige Stellen. Das bedeutet Bonfire skippen, das ist klar. Na, Eddie, nochmal draufhauen. Ah, ne, hast schon. Sorry, habe ich nicht gesehen. So, währenddessen Eddie auch ganz souverän. Ja. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Bitte. In die falsche Richtung. Oh, Max! Oh! Max gestorben! Das ist ein harter Reset! Oh, das ist bitter an dieser Stelle. Das ist tatsächlich die schwerste Stelle, finde ich. Denn jetzt hat. Du kannst aufholen! Jetzt hat Eden die Möglichkeit, hier wirklich einen Vorsprung zu ergattern. Nein. Ja, doch, also ihr seid jetzt an der gleichen Stelle ungefähr. Nein. Ja, ja. Also, das könnte jetzt. Ah, ist die Stelle ist so nervig, ne? Naja, das ist diese Tür, aber jetzt. Wieso ist denn meiner so lahm, Alter? Jetzt müsst ihr die Tür mehr ausziehen. Ja, ne? Noch nackiger, aber sieht schon nackt aus. Natürlich bei Max. Oh mein Gott, wo ist der denn geheatet? Na, der ist da komplett einmal durch. Max, also hat sich auch hier für die weibliche Variante entschieden. Ist auch schneller. Aber ist immer noch fett, Bro. Ah, Ede ist ja noch ein bisschen am Outfit aussuchen. Nimmt allerdings die falsche Richtung, möchte ich an dieser Stelle mal betonen. Ich möchte zu den Skeletten. Da bitte nicht lang. Da solltest du nicht lang. Nee, rechts, nee. Also ich kenne wirklich, es ernst gemeint, du bist da falsch. Ich weiß das. Okay, gut. Ja, dann wir müssen eine krasse Waffe holen, ihr Lappen. Ah, aber er kann sie ja nicht führen. Ne?
Währenddessen Max wieder kurz vor dem Tod, muss man jetzt aufpassen, nicht, dass er hier nochmal umfällt, weil dann hat Etienne eventuell doch den Vorteil, aber er hat jetzt hier noch 8 Flasks in Portemonnaie. Also das wird sehr, sehr schwer. Wenn Etienne jetzt die Entscheidung trifft, hier mit dem Speer oder mit dem Zweihänder zu spielen, ist das zwar eine mutige Idee. Die Frage ist, reichen da die Stats aus? Für den Speer ja, gilt aber nicht unbedingt als übelst krasse Waffe. Max unterdessen schon im Anwesen, mit großen Schmerzen offensichtlich. Ja. Und gönnt sich jetzt das wichtige Harz. Ja, den leckeren Harz. Wenn er jetzt den Jump schafft, dann ist es nochmal besser. Aber die Wache ist auch gerade weiter weg. Zack, Jump geschafft. Sehr gut. Nicht schlecht. Oh nee, alles jetzt umsonst. Kommt die Explosion. Da muss er aufpassen, da hat er nicht mehr viel. Eventueller Reset. Gerade nochmal gedodged. Muss er aber gleich nochmal, bevor er durch den Nebel geht, muss er nochmal trinken. Ich spiele eigentlich nicht auf den. Das war dumm, der Flügelspeer, den kann ich noch nicht benutzen. Das war so, Fehler. In die Rüstung rein, zacki zacki, doppelt getrunken und durch den Nebel. So, jetzt kommt der Fight, Leute. Die Frage ist, macht man die Bogenschützen vorher? Antwort lautet nein. Du bist also schon da? Höheres Risiko tatsächlich. So, jetzt wird erstmal die Waffe gewetzt. Boss ist schon da. Und da den Fight hat man bekommen. Taurus ist am Start. So, erstmal unter die Beine, das war schon sehr, sehr gut. Ersten 2 Hits hat man gut gemacht. Den dritten Fürst staggern, sehr wichtig. Oh, Etienne ist währenddessen gestorben. Ja, er ist schon vorbei. Aber und ich muss sagen, ich finde das ein bisschen schade jetzt. Das hätte ich jetzt, also dann gib doch zu, dass du irgendwie Speedruns. Oh, er ist noch nicht durch. Das ist nach hinten, die Pfeile fliegen ja auch. Hand of Das ist der falsche Controller. Er fliegt direkt vor der Kamera tatsächlich. Ja, lecker, lecker. Da nochmal ein guter Dodge jetzt hier. Und da ist er down, der Taurus-Dämon. 1:0 für Hand of Blood. Das G steht für gut. Das war wirklich gut. Ja, aber also dann gib auch zu, dass du Speedruns trainierst. Das ist hab ich. Ja, okay, das ist halt. Wir hatten. Nee, Leute, ey. Das ist halt einfach irgendwie dann die eigene Paradedisziplin auswählen, finde ich immer so ein bisschen. Maxim, wir lassen uns kurz wirken. Hey, das war doch im Meeting. Das war doch im Meeting. Ich war bei keinem Meeting dabei, Mann. Doch, du saßt da mit Nils nebeneinander. So ein Bullshit. Das ist jetzt einfach gelungen. Warum erzählst du sowas? Hä? Ich war bei einem Dark Souls-Meeting dabei. Nein, wo wir den Programmplan besprochen haben. Nein! Eddie, wir können jetzt auch Seelenfarmen, wenn du willst. Ja, das Thema beim nächsten Mal, Gamevasion am Mittag, ist dann, wer ist mein Vater? Da werden wir natürlich auch nochmal drauf eingehen. Ja, aber erste Runde war jetzt relativ eindeutig. Etienne, du hast jetzt. Also, ganz ehrlich, also wir können das jetzt noch 5-mal machen. Nein, ich. Und dann werde ich jetzt nochmal 5-mal verlieren. Klar, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir das halt machen. Ja, also ich kann dir sagen, ich wusste nichts davon, aber gut, ist egal. Ja! Sind wir hier am Meer? Es ist sehr salzig. Es ist wirklich sehr, aber es riecht doch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich. Ich genieße so ein bisschen. Ja, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ordentlich. Ordentlich. Ja. Weiter geht's. Ja. Halbe Stunde haben wir noch, höre ich gerade von der Regie. Wir können das Seelenfarben-Ding machen. Für genau eine halbe Stunde. Super. Nee, aber das ist ja jetzt albern. Also dann. Nee. Ich weiß, das. Da können wir das. Maxim bekommt gerade Durchsage. Ich bekomme eine Durchsage. Oder Kalle gegen Maxim. Es gibt 2 Varianten. 3 Varianten. Es kann gerade noch eine dazukommen. Entweder Kalle und ich spielen noch. Uff. Das ist auch hart. Naja, du gewinnst easy. Wahrscheinlich. Aber vielleicht verkacke ich auch. Wir können auch Max gegen mich. Das können wir auch noch probieren. Ich glaube, das ist das interessanteste Duell tatsächlich. Das ist wahrscheinlich das interessanteste. Oder alternativ, wir farmen. Wer die meisten Seelen hat, nach. Ja, das ist ja langweilig. Nee, das ist auch unangenehm. Also, das möchte ich auch nicht. Ede, du hast ich verstehe nicht, warum ich der Blöde bin. Du hast die Regeln eine Minute vor der Sendung gerade noch mal in der Werbepause geändert. Nein, das stimmt. Natürlich. Also, ja, wir haben die Regeln geändert, aber weil wir die Regeln geändert haben. Und du hast die Hand gehoben. Das stimmt. Da wusste ich aber auch nicht, dass. Seht ihr das? Weil ich habe ihn vorher gefragt, ob er trainiert hat. Da hat er Nein gesagt. Jetzt hat er Ja gesagt. Das ist ja, aber Max ist ja auch. Hä? Ich habe nie gesagt, dass ich nicht trainiert habe. Doch, davor, als ich dich gefragt habe, ob du Speedruns trainiert hast. Ja, eventuell habe ich das gesagt. Okay, Etienne, hast du YouTube? Wie bitte? Etienne, hast du YouTube zu Hause? Habe ich YouTube zu Hause? Genau. Vor allem, ihr habt doch die Tage auch die ganze Zeit Nidhogg trainiert und so. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wir bekommen gesagt, was gespielt wird bei der Invasion. Für Hamburg vs. Spandau haben wir eine Spielliste gekriegt. Das Erste, was Max vorhin gesagt hat, für das Format. Nicht Hamburg gegen Spandau, aber für die Zuschauer eine wichtige Info. Weil das ist tatsächlich normales Verhalten. Ne, das ist ja. Ja, also ihr habt jetzt die Option. Na, ich merke, also der Chat. Ja, aber man sieht doch, dass ich nicht geübt. Also das ist doch. Aber was ist jetzt dein Problem? Die Seelen-Challenge, voll geil. Ey, Reini, kannst du jetzt mal auch mal was dazu sagen, als jemand, der mich vor einem Tag noch gefragt hat, sag mal, hast du eine Idee, was wir bei Dark Souls machen könnten? Er sagt, beide Ideen im Raum, und dann ging es hin und her. Und jetzt haben leider am Ende uns knapp 2 Leute verschiedene Informationen gehabt. Aber zuletzt war es die Seelen-Challenge angedacht, ja. Ich
möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass es hier gerade nicht Hamburg gegen Spandau ist. Morgen geht es erst los mit der Challenge. Also morgen, ja, du kannst dir einen genehmigen. Aber auch? Ist, ist vielleicht ganz gut. Ne? Ist mit, bumm, ne? Wenn du mir das weißt. Ja, gut. Also jetzt müssen wir nochmal die Hände heben. Wir müssen nochmal Demokratie voll Einsatz. Wer ist dafür? Geht jetzt, hör doch mal auf. Das ich will ihn auch kennen. Ich kann nicht loslassen. Er spielt einfach die ganze Zeit weiter. Keiner sieht es. So, ich habe dir mal ein Bier aufgemacht. So, so, wir müssen jetzt noch mal voten. Werden wir jetzt Seelenfarm? Ja. Wer ist für Seelenfarm? Ja, aber ja, wir können das machen. Komm, Etienne, heb die Hand. Es stimmt ja schon, dass das ein bisschen lame ist. Alter, also, was möchtest du denn jetzt? Nee, aber ja, sehe ich auch so. Aber wir können das gern machen. Geht ja nicht darum, was das Sinnvollste ist. Aber wieso bist du jetzt eigentlich Speedrunner? Das letzte Mal, als ich mit dir Dark Souls gespielt habe, wusstest du nicht, wo links und rechts ist. Und jetzt gehst du hier durchs Menü, weißt schon genau, welchen Spieler du wählen musst, holst dir den Blitzschaden und so weiter. Ich kann dir das gerne einmal zeigen. Nee, du sollst mir jetzt mal sagen, warum du Speedruns übst. Weil das letzte Woche im Meeting die Ansage war an uns. Dass wir Speedrun in genau. Dark Souls machen. Ja, das hat sogar Maxim wortwörtlich bis zum Taurus Demon. Das hab ich so gehört, ja. Kann ich bestätigen? Und es ist natürlich kacke, wenn die Info an dir vorbeigegangen ist, aber mehr kann ich dazu ja auch nicht sagen, Ede. Und ich bin der Kalle und ich war auch dabei. Du warst auch dabei? Nee, und ich war dabei. Gerrit auch. Gerrit war auch dabei. Das ist die mieseste Stelle am Anfang hier. Sogar nee, die mieseste dabei. Ist hinten im Raum, wo der Typ die Tür auftritt. Das ist die mieseste. Mit der Axt. Weil da hast du, ja. Okay, also ich bin auch für alles. Gut. Aber ich du hast ja schon gewonnen. Aber bist du offen für alles? Ja, mir ist alles egal, Leute. Ey, es ist egal. Ich kann das noch einmal zeigen, was ich gemacht habe. Mir ist es wirklich egal jetzt. Es ist ja, ich habe ja die Hauptschlacht verloren. Es ging halt sehr schnell. Ja, es ist ein Speedrun. Vielleicht war es deshalb ja auch nicht die beste Idee, bei einem 40-Minuten-Format etwas zu machen, was er in 2 Minuten löst. Ja. Ja, Moment, wir hatten ja gesagt, dass wir mehrere Runs machen nach Punkten. Ja, dann machen wir also jetzt nochmal einen Taurus-Run. Ja, dann machen wir noch einen Taurus-Run, bis ich deine Zeit knacke quasi. Okay, dann los. Ja, das macht ihr. Also nochmal, wie kommt man da jetzt? Also nochmal raus. Wir haben eine Lösung. Genau. Wir haben eine Lösung, Leute, wir machen jetzt noch einen. Und das wissen wir einfach die Lösung. Ja, vor allem, das schon seit einer Viertelstunde. Hier wird einfach nur gerantet die ganze Zeit. Salz durch die Gegend gespannt. Wir machen jetzt genau das, was wir geplant haben, by the way. So. Ja, also, ich bin jetzt auch nicht. Alter! Ich weiß halt nicht, lass ich dich jetzt am besten in Ruhe? Ist das das Beste? Du bist jetzt schon wieder oder? Da. Achso, ich muss ja neues Spiel machen. Du musst ein neues Spiel machen, ja. Oder nehme ich euch mit? Also, weil offensichtlich, du hast ja vollkommen recht, ich habe mir den Speedrun angeguckt und das ein, zwei Mal gepracticed. Voll. So, und deswegen hier jetzt einfach nur das Angebot. Soll ich euch jetzt einfach mal meinen Infostand geben oder ist es was, wo du noch mehr tiltest? Ey, du hast es doch fernsquare gemacht. Ich kann dir doch auch nur meinen Wissensstand sagen. Ich kann doch einfach nur sagen, mir wurde gesagt, ja, und da haben wir so eine Stunde, da spielt halt ihr so ein bisschen Dark Souls 2 und Henno irgendwie und wir gucken mal, wie ihr das macht. So. Und dann gab's Hamburg versus Spandau mit 10 Disziplinen, wo es heißt, dafür müssen wir üben, dafür haben wir sogar Trainingsslots auf dem Sender. So. Dafür habe ich nicht geübt. Und ich dachte, wir spielen hier beide als Dark Souls. Du Liebhaber. Hast einmal, genau, lass als Dark Souls Lieber, die gemeinsam so ein bisschen Dark Souls spielen. Auf der anderen Seite könntest du dich auch einfach für Max freuen, dass er einfach das schnell kann. Alter, Kalle, mal. Warum sitzt hier Kalle? Kalle ist hier fürs Gewinnspiel. Dann sind doch alle Chancen wieder da. Okay, dann machen wir es so. Wie viel Zeit haben wir noch? 15 Minuten. 15, 20? Oh, wir haben noch 20 Minuten. Okay. Oh, wir haben einfach eine Viertelstunde nichts gemacht. Na doch, ein bisschen geraged hast du gesehen. Muss man hier alles ausfüllen, um auf weiterzukommen, oder was? Ja, du musst einmal komplett durchklicken. Okay, also wollt ihr jetzt nochmal rennen oder wollen wir jetzt wieder 20 Minuten sehen? Ich will nochmal die Taurus-Dämon. Du willst nochmal Taurus machen? Okay, wir machen nochmal Taurus. Ich bin ja ganz entspannt da los und dachte, ich wusste ja nicht, dass er so gut ist. Ja. Ich hätte tatsächlich gedacht, du machst mich übel fertig, weil ich habe dich schon mal bei Quake unterschätzt, wo genau das gleiche war, so, ja, wir zocken ein bisschen Quake und dann gibt's Ansage und dann komme ich vorbei und wir ballern uns weg. Und du hast, also muss man auch sagen, du hast halt not even close uns eine Chance gelassen. So. Und ist ja auch. Nein, das ist ja auch okay. Ich wusste, ich habe diese Competition hier vielleicht etwas unterschätzt und ich. Ja, andere Erwartungshaltung, kann man sagen. Ja, genau. Ja. So. Ich muss erst mal gucken. Also kräftig. Nee. So. Also ja. So was. Ich würde dir empfehlen, den Generalschlüssel anstelle der schwarzen Feuerbomben zu nehmen, weil dann kannst du kurz vorm Taurus-Teamen in dieses Anwesen, heißt es, glaube ich, mit dem Schlüssel. Und da ist diese Donner- oder Blitzverstärkung,
Weil der ist ultra empfindlich für gegen Blitz. Das ist klar. Das goldene okay. Harz. Wisst ihr noch, wie ich in der Werbepause sage, ich weiß gar nicht, ob man innerhalb von 20 Minuten zum Taurus-Dämon kommt? Ja, da war es für mich auch ein bisschen unangenehm, als du es gesagt hast. Ja. Oh, da hätte man ungefähr erahnen können. Ja, aber von Quake hast du halt auch gesagt, na, ich weiß nicht, wie das heute wirkt. Ja, wusste ich auch nicht. So, Leute, zweiter Run. Ihr sammelt das Item ein, den Schlüssel, ihr stellt euch vor die Tür. Ich nehme den Ritter, der direkt langsam losläuft, ey. Deine Wahl. Ja. Auf die Blätter. Fertig. Go, zweiter Run. So, beide öffnen erstmal parallele Schlüssel. Die Frage ist, wie beide viel auf? Hat jetzt der gute Eddie abgeschaut? Alles. Wir haben jetzt die Tipps gehört. Durchrennen ist wichtig. Ich bin beide schon mal die gleiche Klasse, ne? Genau, Bandit. Ich, Bandit, ja, Beil, dazu. Bekommt eine Großaxt, die knallt halt. Nee, die normale Axt. Nee, das ist schon eine fette Axt. Das ist schon eine fette Axt. Na, die ist zwar eigentlich sehr gut, hat auch die entsprechenden Stats, hat auch leichte Kleidung, aber die kann noch leichter werden. Ja, das bedeutet, an der Tür sich ausziehen, das ist der Trick. Das sind zum Beispiel so Sachen, warum? Weil der ja, dann noch schneller ist. Genau. Ja, ich bin immer noch im Menü. Oh. Oh. Das machst du, am besten während der Animation kann man das machen. Da spart man quasi die Zeit dann. Richtig, du kannst dich beim Tür öffnen ausziehen. Das ist wie zu Hause. Aber ist auch nur Min-Maxen. Also, so. Zack. Ja, du bist schon Zack. Wieder vorne. Das ist echt krass. Ja, so Speedruns ist überhaupt, ehrlich gesagt... Feierst du generell Speedruns? Ehrlich gesagt... Weil ihr habt ja hier auch euer Format, wo ihr ja in etlichen Spielen Speedruns genau, macht. Da mache ich Gott sei Dank auch nie mit. Ach so, okay. Na, Eddie ist ein bisschen entspannter noch unterwegs. Ja, Max schon wieder. Wir hätten mal was PvP-mäßiges hätten wir eigentlich. Ja, das wäre auch geil, aber dafür hätten wir halt krass leveln müssen und so. Ja, also, das muss man halt krass viel vorbereiten. Ja. Also das vorzubereiten ist sehr, sehr unangenehm. Und glaub mir, aber geil. Ja, und man aber kann ja auch mit dem DLC richtig 101s machen. Was ist das denn? Der hat mich nicht durchgelassen. Schwierig. Also jetzt reicht's auch. Zack, Backstep. Ja, ja, kann man auch mal wegmachen. Das muss ich trinken. Ja, jetzt kommt hier die. Alter, was? Ah, hast du leider noch mitgenommen, schade. War doch weg. So, Max schon wieder ordentlich voraus. Nö, das ist schnell. Er ist echt schnell. Ja, ein bisschen weiter ist er schon. Na, man sieht das schon, die Axt natürlich zweihändig in der Lage zu one-shotten, das ist ganz praktisch. Aber ich meine, eben ist Max auch gestorben. Wenn Etienne jetzt das Tempo hält und nicht stirbt, dann ja, ist er. Ja, aber was ist, wenn ich sterbe? Einfach nicht machen. Ja, okay. Ich bringe hier heute die wertvollen Beiträge. Das merkt der Chat auch schon. Ja, ja, das ist geil. Hä, verschlossen? Irgendwas habe ich verpeilt. Ich habe eben voll viel Schlaues gesagt. Ich weiß, ja, du warst schon ziemlich gut tatsächlich. Was hab ich denn? Nehme ich dir einen Schutz. Ja, danke. Das macht doch mega Spaß. Danke. Ey, sag mal. Vor allem, die beiden keifen sich halt so geil an. Und wir sind ja halt, also ob man nüchtern sind, weiß, wissen wir halt. Gut, ich habe schon ein bisschen getriggert. Ja. Ja, ja, aber alle, das war richtig in die offene Wunde. Naja, aber muss schon wieder sein. Durch. Das gibt's doch gar nicht. Wie schnell bist du denn? Bei Roller. Klar. Ja, der hält doch tatsächlich gar nicht so viel aus. Das gibt's so. Überhaupt nicht. Ja, vor allem mit der Großaxt, das erlebst du gleich auch schön zweihändig. Ja, jetzt muss man Y drücken, ne? Aber wie schnell er ist. Zweihändig. Eieiei, Vorsicht. Ei, oh, alles entspannt. Mm, alles gut. Dann guck mal, das sind alles spannend. Nein! Ja, denk dir einfach, das bin ich. Ja, genau. Guck mal, das okay. Ist der Max. Das war's! Da! Siehst du, da klappt's auch mit den Nachbarn. Sehr schön. Ne? Ja, oh, der ist aber vielleicht aktiv. Sollte ich einfach gar nicht mit den kämpfen, sondern einfach weitergehen. Oh, auch ja. Von allen. Nee, das ist da tatsächlich schwierig. Ja. So, jetzt? So, da gehst du rein. Oh, der ja, ich, oh der tritt nicht. Jetzt Dämon. Ich meine, Max hat vor uns einen Fehler gemacht. Nein, das oh, ist so Nein, ich hab den total kaputt! Max ist tot! Das ist der ultra ich hab den... alles gut, wenn du es jetzt schaffst, easy. Denn oh, Max ist gerade gestorben. Das, was tatsächlich, man, wenn man sich Speedruns anguckt, das ist ja immer ein Optimalzustand, den man da sieht. Speedrunner haben ja nicht jedes Mal diesen Run so in der Art und Weise, weil, und das habe ich dann richtig gemerkt, die haben immer ein anderes Angriffsmuster. Er hier springt manchmal entgegen, manchmal nicht. Er hier ist eben gerade, jetzt springt er wieder, das ist so unlucky, der springt nie. Oh Gott. Oh, Max, jetzt, hast, oh, jetzt wird geknubbelt. Hamburger Gang, Eieiei, da wird geknubbelt. Da wird oh. Einfach komplett durchgeknubbelt. Er ist schon wieder tot und Etienne spielt das hier ganz ruhig. Vielleicht soll man No-Death-Run machen. Ja, so. Oh. Jetzt aber die Frage, der Durst ist groß. Wird Eddie es durchziehen? Nein, oh, letzter Hit! Nein! Eieiei, das sind 5% halt, oder weniger. Das hat tatsächlich Anlage und das Feuer hat er gar nicht benutzt, hat er geskippt. Ich wusste es zu gierig. Wo stoppt der denn da? Ich schwöre euch, das ist hier immer anders. Ich schwöre euch. Weil hier, er springt meistens. So, jetzt hittet er mich. Da reichen ja doch zwei Runs mit Sendezeit. So, jetzt springt er wieder. Mir reicht's. Aber jetzt bist du selber gesprungen. Zack. Ja, ja, weil er gesprungen ist. Oh, das war's. Also das hier, die Stelle, das ist nicht normal. Das ist wirklich schwer.
So. Das ist einfach nur so. Hass. Der Kampf ja. ist verloren, aber. So. Das war echt knapp gerade für Etienne. Da hätte man echt den Vorsprung. Aber er hätte, also er hätte jetzt können. Wirklich aufholen können. Ja, genau, das meine ich. Den Baum musst du nicht nochmal, der kommt nicht mal. Genau. Währenddessen ist der Drache bei Max schon wieder am Start. So, jetzt. So, der Tipp von Max war auch eben hier, die Axt in zwei Hände zu nehmen. Nee, da kannst du nicht durch, Bruder. Nee, schwierig. Wieder nicht. Ja, das ist nicht. Das wieso hab ich denn keine Flasks eigentlich? Du hast beim Bonfire die Flasks nicht resettet. Das wusste ich gar nicht, dass das nicht passiert. Jetzt muss ich den ohne getroffen zu werden machen. Ja, das kriegst du hin. Klar. Ah, jetzt Max ist auch an seiner. Nur wenn er zuschlägt, da schon. Schwierige Stelle vorbei. Aber der erste Crit ist wichtig. Ja, und jetzt. Das ist der Fall eigentlich. Zack, sehr gut. So, Hälfte der AP schon mal gone. Max ist bereits beim Anwesen. So, zwei Hits. Ja. Max holt sich gerade das Harz und dann kommt wieder die Treppe. Oh, sehr schön. Also so Mitte. Hat er geschafft. So jetzt. Doch nicht. Doch nicht. Oh ja, okay, der macht Scheiße. Und jetzt rein. So, Eddie, komm. Du kannst. Oh, das war ein guter Schuss. Sehr gut. Den hast du. Diesmal nicht die falsche Tür nehmen. Welches war die richtige? Die hinter ihm. Genau. Die ganz nah. Ja, genau. Genau, sehr gut. Ja. Er ist schon beim Gegner, ne? Oh, es ist unglaublich. Er ist wirklich schön. Es ist wirklich krass. Aber Eddie, gedacht, tatsächlich. Ich würde also. Na, ja, guck mal. Es ist so eine Demütigung. Machen wir es mal anders. So, jetzt macht sich Max erstmal auf den Turm, nimmt die beiden Bogenschützen. Wie ich auch im ersten Run, ich hatte diesen Plan, weil ich dachte, ich habe die Zeit, mir den Winged Spear zu holen, den mein Charakter nicht nutzen konnte. Nee. Deswegen habe ich gesagt, falscher Weg, ne? Ja, ich dachte, ich bin mega schlau und dann gucke ich auf einen anderen Bildschirm, ist schon während ich noch eine Waffe suche, ist schon mein Boss. Du kannst. Ja, ist doch. So, jetzt rennst du. Nee, jetzt musst du zum Feuer, sonst kriegst du keine Flasche. Das ist vollkommen richtig. Das ist wirklich entscheidend. So, erstmal ausruhen, tief durchatmen, Max. Oh, nee, Max wurde doch nicht. Oder Max wartet oben. Wie lange kann man denn da oben warten? Ne, wie bitte? Wie lange kann man denn da oben warten? Der hüpft irgendwann hoch. Ne, der hüpft. Erst wenn man vorgeht, dann kommt der. Der ist schon da, der Bruder. Ja, jetzt. So, jetzt ist Max, ist Etienne an der Stelle, wo Max eben zweimal gestorben ist. Und? Ja, die ist übel. Da kommt er aber easy durch. Kommt er easy durch. Währenddessen ist Max wieder am Tauros und hat ihn somit jetzt auch zum zweiten Mal gelegt. Aber ich würde gerne bei Etienne jetzt mal draufschauen. Ich komme ja nicht mal hin. Ich würde doch, den Fight voll gerne sehen bei Etienne. Ja. All eyes on Etienne. Naja. Mach jetzt einen Triple Cast. Ihr seid jetzt nett, weil ich so schlecht bin, dass ihr nicht mehr traut, euch auf mich drauf zu ziehen. Nein. Ja, du bist immer noch super schlecht. Also das können wir ja so sagen. Ja, das kann man schon so sagen. Das stimmt. Ja. Sind noch ein Schlückchen? Ja, sonst kommt der Schmerz. Hast du das Bonfire hier oben aktiviert? Nicht. Nö. Aber kann man. Ich meine, die Zeit hast du jetzt auch. Also ja, ich kann hier nur farmen. Ja, eben. Für die Seelen-Challenge tatsächlich. Für die Seelen-Challenge, genau. So, aber die mögen dich nicht, ja? Ja, die haben gar nicht aktiviert. Die musst du dich hinsetzen. Ich weiß, egal. Das ist grausam. Der Raum, das ist das Schlimmste. Du brauchst eigentlich das Schild. Ja, da kommt nicht jetzt eine Tür? Also musst du. Ja, oder du haust sie weg. Das geht natürlich. Ja, hier ist die falsche Tür. Hier ist es gar nicht. Ja. Ach, ich weiß, jetzt weiß ich wieder, welche Tür. Oh, das war sehr gut. Jetzt weiß ich hier die, ne? Nee. Oh, die ist scheiße. Okay. Ah, nee, die ist wirklich kacke. Die ist shit. Ja, okay. Oh, was ist hier? Das sind Brandbomben. Ich würde jetzt clearen an deiner Stelle, wenn die jetzt kommen. Weil das ist zu. Okay. Ich erkenne hier auch leider nicht so gut. Oh shit. Der muss weg. Ich würde die fighten. Du one-shottest die alle. Ja. Ja. Ich hab auch den Ritter genommen wegen Schild, damit ich parryen kann. Ja, parryen ist was für. Nice, jetzt trink. Aber. Sehr gut. Das machst du sehen. Rüst das Schild aus. Das hier. Wo ist denn hier ein Schild? Du hast eins dabei. Ein Schild. Genau. Ja, das ist casual auspackt. Ja, aber die kannst du auch alle easy blocken, ohne Schaden zu kriegen. Aber ja, hier rechts, genau. Sorry, ich will jetzt auch nicht zu. Ich will doch auch. Da, die Tür, ne? Ja, genau. Da hast du den Schlüssel für. Ja, da rollst du jetzt durch. Der Ehre, er wirft daneben, Lappen. Soll hier die Kiste einmal öppen? Egal, du kannst links rum jetzt einfach. Nee, ich mach den. Oh, okay. Aber da kommt ein Fass runter. Kannst du drüber springen? Wie denn? Egal, renn durch. Ja. Easy. Jetzt rennst du einfach hoch bis zum Nebelding und haltst dich da. Okay. Vorsicht. Na gut. Easy. Ja, das war High Risk, aber es war gut. High Reward. So, jetzt muss ich den ohne Blitzdings machen. Ja, ohne Blitz geht auch. Geht aber, du kannst ja. Ich würde die vorher klären und dann kannst du mal runterspringen. Ja. Musst du wieder zurückrennen. So. Nee, oben auf dem Turm hier rechts. Hoch direkt. Da oben die Bogentypen. Da. Alter, was für eine miese. Eine richtige Spannung. Ja, das sind vor allem in den Speedruns, die ich geguckt habe, einfach um zu wissen, ne? Also wollt ihr wissen, wie das so läuft.
die sprayen einen die ganze Zeit weg, wenn man hier lang rennt. Und die nehmen das alle mit, so in den Speedruns. Überrisky, weil selbst wenn du da hin bist, ballern die noch. Ja, krass. Ja, aber du hast dich da auch immer in dieser Ecke dann versteckt. So, jetzt kannst du zurückrennen. Ins Menü, genau. Und dann hätte. Theoretisch kann man das auch unendlich repeaten. Aber. Ja. Ach, jetzt den Crit von oben. Genau, dann ist das schon mal. Hey! Run! Trink aber jetzt noch einen Schluck. Ja, ich glaube, dann holt er dich runter, wenn du da jetzt zu viel Zeit wastest. Aber du kannst probieren. So, try it. Gib ihm. Schön, oh, sehr gut. Sehr gut. Direkt in den Kopf. Wie besser ist das? Wenn er hoch ausholt, kannst du durch seine Beine. Oh, geil, du kannst. Na? Okay, er ist zögerlich. Geil, gestaggert. Sehr schönes Ding. Ehre, gib ihm. Nee, Power. Ah, okay, ich will den jetzt mal trinken. Kann man den parryen? Nee. Seid ihr sicher? Ja. Nö. Aber jetzt kannst du trinken. Ja, nö. Doch. Oh, nee. Schön. Oh, das war einfach smooth. Ja, und währenddessen noch die Hand gewechselt. Aber du kannst ihn schilden, das geht. Aber nicht alles. Ja, aber macht er weniger Schaden. Machst du gut. Theoretisch, wenn du krass bist, kletterst du nochmal hoch und finishst ihn. Aber. Kannst du noch einhändig die Beine weghacken? Genau. Ja, ach, sieht schon gut aus. Ja, der macht das, der Edel. Ah. Ah. Wo ich angefangen habe mit Dark Souls, ne? Jetzt ist er nicht lang her. Ich hab den. Einer zu viel. Oh, der hat verfehlt, der ist dumm. Jetzt hast du keine gib. Letzter Hit. Sehr schön. You did GG. It. GG in den Chat, Freunde, in alle Chats. Ballert's rein. In der Zeit wärst du First Try. Zweimal durch, ey. Ja, aber First Try geschafft. Das naja, aber dafür, dass du gar nicht trainiert hast. Nee, habe ich wirklich nicht. Aber ich muss sagen. Also bei mir, ja. Das ist echt krass, wie schnell du bist. Also, du weißt genau, welchen Gegner du angreifen musst, bei welchem du vorbeirollst. Ja, so genau wusste ich das tatsächlich nicht. Das war schon schnell. Es hat viel RNG dabei, wie die sich verhalten, ne? Aber ja, vor allem, ich habe ja auch bei dieser komischen Bonjour-Challenge zugesagt. Mhm. Ja. Aber das ist was anderes. Das ist ja nicht Speedrun. Ja, so. Da darfst du nicht sterben. Aber da geht's doch auch. Ich weiß nicht. Du kannst so lange spielen, wie du willst. Ja. Aber was ist da das Ziel? Du kriegst möglichst viele Bosse machen. 3 Punkte, pro Black Knight 1 Punkt. Ja, gut, aber möglichst viele Bosse ist ja auch ein Geschwindigkeitsding. Aber man darf nicht sterben. Das heißt, man kann da schon auch sehr. Ja, ihr Jungspunde, ihr seid gut. Was soll ich sagen? Ach, Edel. Mensch. Was machen wir denn jetzt? So, schaffen wir noch einen? Machen wir beide noch Max ein? Komm, du bist jetzt warm. Okay. Ja, also ich lieber nicht. Cheers. Hast du gut gemacht. Danke. Es sei denn, du willst noch mal. Ich ärgere mich ja. Oder? Nee, muss Plätze tauschen. Nee, es passt so. Mich nicht besser vorbereitet habe. Ich weiß nicht, so. wegen der Cam vielleicht. Was denn? Leute. Oder? Nee, du hast ja eine Cam, ne? Kannst du auch das Speedrun-Ding? Nee, Speedrun kann ich nicht. Ich will einfach nur Dark Souls spielen. Okay, aber dann wird's schwer. So. Also ich. Ja, gut. Gut, also jetzt Maxim gegen Max. Im letzten Run. Theoretisch können wir das mal so machen, dass wir hier gleichzeitig Go machen. Geht auch, aber an sich egal. Ja, können wir auch. Dann warte noch kurz. Wo ist da der Unterschied? Okay, kein großer. Das ist dann wirklich so G-mäßige Sekunden. Ich bin mal hier ein bisschen riskier, ne? So ist ja so. Die ist aber auch geil. Der Blutungsschaden ist übel gut. Wie bitte? Der Blutungsschaden ist übel gut. Gut, seid ihr ready? Ja. Okay. Würde ich sagen, letzter Run zwischen Max und Maxim in 3, 2, 1, go! Achso, ihr macht jetzt hier mit. So, und jetzt beide. Gut, jetzt ist der Loading Screen. Hoffen wir mal, dass der gleichzeitig ist, aber es passt. Es passt. Wer hat die bessere Hardware? Genau. Oh, der läuft nicht, warte. So. Vielleicht hätten wir es wieder mit der Tür machen sollen. Egal. So, Abfahrt. Maxim hat, glaube ich, mittlerweile 5000 Stunden in Dark Souls ungefähr. 5000? Nee. Ich bin ja so einer, der nicht stirbt. Also Enno, hast du denn jetzt mittlerweile die anderen Teile mal gespielt? Nee, steht aber an. Oh, das ich kann es ja jetzt auch sagen. Also, ich werde jetzt erstmal ein anderes Projekt machen. Hat aber herzlich, geht weiter. Das ist bei mir halt auf dem Zweitkanal ein Projekt. Wenn das durch ist, dann spiele ich Dark Souls 2. Das ist der Plan. Also, du hast vor Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Genau, ja. Und dann Bloodborne, die anderen Teile. Genau, da freue ich mich mega drauf. Alter, das ist so geil, das zum ersten Mal zocken zu können. Scheiße. Was machst du denn da?
Scheiße. Du willst ihn direkt beim, am Anfang killen. Okay. Ja, ich hab's aber komplett verkackt. Ah, mit Brandbomben. Du wolltest die Bomben werfen, oder? Ja, ja. Das kann man natürlich auch machen. Da sparst du natürlich eine Menge Zeit. Das ist ja eine super Idee. Ja, aber ich hab's. Eigentlich hätte der jetzt schon zwei Hits mehr. Ja, du bist auch schon fast tot. Musst aufpassen. Einen. Ja, aber jetzt habe ich ihn. Oh, ja, doch, doch. Okay. Alter Schwede. Das war koordiniert. Aber tatsächlich die ersten beiden. Also, es klingt ein bisschen wie eine Ausrede, aber es, mit dem Controller ist wirklich ein bisschen tricky gerade für mich. Ja, yeah, same. Du hast auch keine PlayStation 5. Nee, ich glaube, das genau. kann jeder nachvollziehen, der Xbox-Controller gewöhnt ist. Ja, was ja auch nicht schlimm ist. Also, nur das. Ich muss auch sagen, dass mit dem Controller schon etwas unangenehmer ist, ja. Also ist Gewöhnungssache. Ich mag es tatsächlich lieber mit PlayZ. Ich glaube ja, das ist voll Gewöhnungssache. So, Maxim nee, jetzt aber auch schon. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ja, dann holst du jetzt erstmal die Flas, ist klar. Aber das wäre jetzt. Das Max aber jetzt auch gerade am Start. Aber der Dämon ist ja schon tot. Bei Max. Oh, du haust ihn einfach um. Ich hasse den. Okay. Verlierst natürlich ein bisschen Zeit, ne? Nee, das ist ungefähr gleich. Meinst du? Mit dem Text? Oh. Ja, aber ich bin jetzt schon weit vorne, weil ich jetzt oben nicht lang muss. Ja, ja, das ist klar. Ja, du musst vor allem nicht mehr gegen den Dämon kämpfen. So, jetzt muss Maxim hier kurz aufpassen. Aber hat er im Griff? Oh, hat er im Griff. Also das ist die zweite Variante mit dem Thief, weil dann hast du einen Generalschlüssel passiv als Fähigkeit quasi, weil du Thief bist und kannst dann die schwarzen Bomben nehmen. Und am Anfang kannst du zwei werfen, bevor der überhaupt droppt und beide hitten ihn. Und dann ist er halt schon fast Half-Life. Look at me. Aber beim Taurus Demon hast du dann nicht so viel Damage, weil der Dolch ist halt natürlich. Aber ist es trotzdem schneller, wenn man oben ist? Du kannst ja noch schnell eine Waffe holen. Aber gut, das ist wahrscheinlich unter Speedrunner. Wenn ich jetzt Maxim demütigen will, ja. Aber wie ist denn das? Ist das Hochklettern zeitlich worth oder ist der ein direkter Kampf besser? Direkter Kampf. Also zeitlich auf jeden Fall direkter Kampf. Aber du machst den ja auch stark. 0, nichts weg, ne? Also das war wirklich stark. Mit der, das ist halt das Geile an der Axt, die knallt er. Halt zwei Hände. Wenn er jetzt wieder springt, er springt halt wieder. Er freut mich. Das war stark, Maxim, wirklich. Ja, ich chill hier ein bisschen. Ja. Magst du jetzt schon wieder eine Aber es ist auch sehr demoralisierend, wenn man selber da noch irgendwo im Asylum rumgurkt und sieht, der andere ist schon irgendwo beim Drachen. Nee, ich find's krass, dass am Anfang Umziehen sich halt so wichtig ist. Das ist auch so unlucky. Einen mitgegeben. Die hittet einen nicht, sobald man hier in der Animation ist. Jetzt muss ich aber einmal trinken. Aber dann kommen die hinter mir jetzt schon hoch. Die Sprünge sind auch anders tatsächlich. So. Ja, jetzt ist hier Maxim auch schon mal in der Treppe. Währenddessen hier mal. Du kannst zum Beispiel rechts den Verkäufer, glaube ich, killen für einen Katana. Ja, könnte ich. Ja. Also wenn du als Dieb nur das. Aber das ist dann nicht. Oh Lord. Also ja. Maxim ist ja gerade easy. Aber Maxim hat voll aufgeholt. Ja, ja, der ist ja gerade easy durchmarschiert. Ah, das ist hier die Hassstelle von Max, aber da kommt er bei der Tür jetzt auch vorbei. Heißt, er ist jetzt auch beim Anwesen. Oder er ist jetzt schon beim Anwesen, während Maxim. Das mit dem Menü ist super anstrengend. Es ist echt so lustig, wie locker das mittlerweile geht. Ja. Ey. Mein Lieber, willst du nochmal das Gewinnspiel anmoderieren? Absolut gern. Denn es gibt für euch da draußen, ja, wenn wir uns jetzt alle mal so ein bisschen beruhigt haben, ne, war ja wieder ein hitziges Gefecht, gibt es auch für euch was Erfreuliches da draußen. Und zwar viele tolle Gewinne von Samsung. Wenn ihr mal auf den Twitter-Kanal von der Gamevasion geht, da bekommt ihr nochmal den Hinweis darauf, was ihr denn alles bekommt. Oben angepinnt auf Twitter, auch hier seht ihr jetzt nochmal eingeblendet eine tolle Anleitung. Schaut einfach mal vorbei. Teilnahmebedingungen sind also auf dem Twitter-Kanal der Gamevasion. Und ja, wir gucken noch mal in die letzten Szenen rein. Hier, denn Max ist schon wieder am Boss. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich die jetzt oben mache oder nicht. Aber ich glaube, ich mache die, weil ich zeitlich so weit vorne bin. Aber eigentlich macht man die nicht. Weil die, klar, die sind richtig eklig. Aber kann man machen. Wir brauchen halt viel Zeit. Oh, shit. So, ja Max Team hat jetzt das Harz. Wurde aber noch mal gehittet. Kommt jetzt zur Treppe. Ja, den Sprung kann ich ja, glaube ich, nicht, ne? Doch, oh, doch, oh, easy. Oh, nein. Ja, das ist ein guter Spieler auch. Stark. Naja. Ich würde schon ein Bierchen trinken nachher, deswegen. Ja, klar. Ein schönes Warstein dann, ne? Ein Warstein, selbstverständlich. So, dass mit dem, dass die Menütaste, dass die woanders ist, das ist der größte Mindfuck tatsächlich. Ja. So. Technisch Maxim, jetzt musst du jetzt nach vorne rennen. Scheiß auf die Typen da oben, dann hast du noch eine Chance. Ja. Wenn du jetzt direkt auf den Boss gehst. Jetzt musst du es direkt. Jetzt geht's darum, wer hier. Oh, Scheiße. Das ist vielleicht deine Chance. Max ist in Trouble. Richtig, am Ass. Aber da kriegst du aber auch keine Ausdauer. Muss ich heilen, heil dich doch, Max. Ich kann nicht, ich hab kein Dings mehr. Oh, und Max ist gestorben. Aber die Füße Damage machen können. Jetzt kannst du entspannt machen, tatsächlich, Maxim. Oder du haust mal hier richtig einen jetzt auf den Dötz. Warte mal, wie kann man das wechseln? Hast du die Bogenschützen gemacht? Die habe ich nicht gemacht, ne. Ich spiele ja auf High Risk. Ja, das mache ich mit dem Dolch. Du staggerst ihn halt nicht so leicht. Ja. Also, ei, ei, ei. Oh.
Oh, das war nicht. Aber jetzt no hit. Jetzt kommen die Boote. Aha, vielleicht wird's noch mal spannend. Ein guter Ein Ball, ne? Treffer und du bist weg. Ein noch und er ist weg. Und ja, den kriegt er schon. Tschüss. Stark. Und damit hat Maxim gegen Max tatsächlich gewonnen. Ja, bin auch ein guter Spieler tatsächlich. Ich hab ihn aber auch gewinnen lassen. Ja, sind wir ehrlich. Ja, ich habe hier einen anderen Bild gespielt, ich habe die Bogenschützen gemacht. Ja, du hast Chancen gegeben, das habe ich auch so gesehen, aber es war trotzdem gut. Cool, ne? Es war trotzdem gut. Ja, war gut, auf jeden Fall. Keine ja. Fehler tatsächlich, ne? GG auf jeden Fall in unsere drei Spieler. Ich habe mich auch mit Absicht rausgehabt, weil du hättest mich eingesteckt. Easy. Ja, aber wie viel Zeit hat es jetzt gedauert ungefähr? Also, bei mir wäre ich nicht gestorben. Ich bin ja das erste Mal, glaube ich, gestorben, das zweite Mal, weiß ich gar nicht. Ungefähr 5 Minuten. 5 Minuten, ja. Guck mal. Wenn alles, glatt läuft. Wenn alles glatt läuft und du nicht healst, 5 Minuten. Als ich gefragt wurde, ja, so 40 Minuten, habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob man in der Zeit zum Taurus-Demon kommt. Ja, gut. 5 Minuten. Halt mal euer Maul jetzt. Also, meine Damen und Herren, es geht jetzt sofort weiter mit absolut epischem Programm. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Komm, jetzt hier bei ja, die Sendung ist zu Ende. Nein. Was? Also, die Sendung ist vorbei, ja. Aber die, es gibt jetzt, ich glaube, Regie kann gar nicht mal die Bestätigung hören. Gibt es noch mal? Time ja, und wir haben uns alle lieb. Ja, uns alle lieb, ja, aber nein, bei den nächsten Dingen überhaupt nicht tatsächlich. Doch. Naja. Time Attack? Nochmal? Nein. Du bist auch nur hier, um zu beleidigen. Wild Rift, ich darf Leute geil. Foltern. Ja, wieso? Also, kurze Pause. Mir, ich hab das ist immer gleich da mit Wild Rift. Das wird richtig gut. Ich darf Leute foltern. Geil.